Ja, liebe Leute, damit willkommen zurück. Und ich glaube, das könnte vielleicht die letzte Episode werden. Weil ich glaube, jetzt gibt es den Final Showdown. Wir fünf und die Ratten. Ah, was wir jetzt gerade mal schnell machen, weil jetzt habe ich gerade die Zeit dafür. Machen wir hier mal ein paar Zutaten. Da kann ich nichts mehr herstellen. Das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Okay, gut. Wir bräuchten jetzt noch ein paar Steine. Oh, ich freue mich. Oh Mist! Was ist los? Melly, was denn? Beruhige dich. Die verdammten Ratten blockieren den sichersten Weg hinein. Sie machen das nicht absichtlich, Melly. Sie... Wir haben keine Wahl. Wir versuchen es durch die große Tür. Aber passt auf! Oh, Melly, sie machen was? Warte. Ist sie wütend auf mich? Nein, nee, das glaube ich nicht. Sie ist wütend auf alles. Aber gib ihr ein bisschen Zeit, Hugo. Okay, Steine, sehr gut. Und hier Sachen mitnehmen. Dankeschön. Viel lieber hätte ich aber noch ein Werkzeug. Okay, ich werde jetzt schon mal Feuer löschen, equippen. Hey, glaubt ihr, es hat bereits angefangen? Das hoffe ich, denn diese Viecher werden immer mehr. Zahl, das ist riskant. Zahl ist weiß, was er tut. Heute nehmen wir lieber die Hintertür. Das sagt er zumindest. Sie ist bestimmt versperrt. Sie gehen. Drecksloch. Wir wissen nicht mal, was in dieser verdammten Kathedrale vor sich geht. Unsere Gelegenheit. Lukas, komm mit mir. Melly. Hab Vertrauen. Jetzt machen wir erstmal unsere Arbeit. Gut, ich gehe zurück. Sei vorsichtig. Verdammt. Er wird sie sehen. Außer... Hey! Halt! Ich helfe ihm. Bleib hier. Naja, ich hoffe, toll. Sie schaffen's. Sie kennt die Stadt und führt sie sicher in die Irre. Los, nutzen wir die Gelegenheit. Ah, stimmt ja. Jetzt haben wir ja beide Fähigkeiten. Wir haben ja den Hau drauf Typen jetzt und die Ratten. Ich hab sehr geil, sehr geil. Nee, schon okay. Hat sich einiges verändert hier. Die Glocken, die Kathedrale, Amicia. Vitalis ist dort. Das heißt, Mutter ist ebenfalls dort. Dem Bastard bereiten wir eine Überraschung. Zuerst müssen wir die anderen finden. Oh, was genau haben sie jetzt eigentlich hier vor? Ich wäre jetzt aber so froh. Das Wichtigste ist, dass der Große... Hey, warum bebt die Erde? Das sind die Ratten. Sie sind hier, unter uns. Also haben sie alles zerstört. Seht euch den Boden an. Was wir in der Steuerung gedrückt haben, um mein Ziel in Ratten bestimmen, zeigt roter Dunst die Horden an, die unter der Erde gefangen sind. Lösche die Lichtquelle, um sie zu befreien. Aha. Okay, ja, vermutlich gar ein Tick gerade da. Oh. Wow. Bist du sicher? Ja, sie hören auf mich. Wow. Okay, aber wie kommen wir jetzt hier vorbei? Achso, wir können jetzt dann hier reingehen. Okay, das macht echt Spaß. So, Sachen mitnehmen. Nehmen wir jetzt da nicht. Wäre ich du, würde ich das nicht anfassen. Warum? Die Geißler peitschen sich damit blutig. Da kleben wahrscheinlich Hautstücke dran. Oh, verstehe. Oh, da war noch was. Genauso wie hier hinten. Okay, wie kriege ich die Ratten jetzt hier weg? Okay, wir sind dann wie belegt. Aber... Wo geht's weiter? So, da geht's mal nicht weiter. Hier hinten? Nee. Aber da hier ist was.
Soll man es riskieren, da einfach durchzugehen? Ah, oh Moment. Sie tun uns nichts mehr. Nice! Ist ja geil. Achtung. Ich glaube, wir werden jetzt hier mal das Licht ausmachen. Na sowas. Ich hab jemanden. Kommt her! Okay, scheiße. Ja, das war jetzt doof. Okay. Nachdem ich jetzt weiß, dass ich da komplett safe bin, wollen wir das hier anders approachen. Okay, wir haben die Ratten. Sehr gut. Hast du da auch... Na, okay. Aber da hinten haben wir noch mehr Ratten. Bringen wir das von hier? Okay, und wenn wir jetzt die Ratten da nach oben schicken, bringen wir das hin. Na, kriegst du jetzt Besuch? Nee. Scheiße. Fuck! Fuck! Nein! Okay, fast richtig. Hier braucht man noch viel, viel mehr. Moment. Jetzt ist aber das ein Spiel raus. So, da waren die zwei weg. Sehr gut. Und dann haben wir die da hinten wieder raus. Passt aber diesmal auf. Ah, da hinten. Ah, da hinten ist Feuer an. Okay, er muss jetzt mal wieder runterkommen. Und wenn wir hier hinten reingehen, schauen wir mal, das Feuer ausmachen. Na komm. Komm ganz, ganz runter. Oh, ein bisschen noch. Okay. Er ist wieder. Ah. Können die Ratten hier hin? Ja. Sehr gut. Haben wir noch Ratten irgendwo? Können die da hinten hin? Kurz mal schauen, ob ich hier hinkommen. Nee. Okay, das Feuer da oben. Oder? Wir probieren es jetzt nochmal. Rattenkontrolle. Na komm, yes! Cool. Sonst noch jemanden hier? Ne, ich glaube, das ist gewesen. Haben wir hier dann hier noch was Nützliches? Ah, das wäre nochmal ein Rattendepot hier. Ach, scheiße, da vorne ist noch einer. Okay, dann... Sehr gut.
So, bei dir machen wir einmal das Feuer aus. Oh nein, wir sind an der Reihe. Fuck. Und tschüss. So cool. Nice, nice, nice. Weiter geht's. So, jetzt kann ich mal so weit weg. Zwei Wachen, eine für jeden. Vor allem unnatürlich. Aber entweder das. Ah, da brauche ich aber erstmal dieses tolle Schlafmittel. Das wird der Welt sein. Man weiß kaum noch, was richtig und was falsch ist. Ich nehme jetzt mal hier den linken. Du nimmst. Komm, wechsel. Ach, dann mach's halt so. Du bist erledigt. Wo seid ihr? Ja, hab ich euch. Dankeschön. Dann los. Ich wäre auch gerne so stark. Kleiner, du hast eine ganze Rattenarmee. Roderick, müssen in der Tat. Wir öffnen? Ich sehe keinen Hebel. Ich kümmere mich darum. Auf dein Zeichen. Allein? Willst du das übernehmen? Wie genau willst du das machen? Ja, nee, ist klar. Dass du das hochheben kannst. Vorsicht! Okay, nochmal ein paar von dem. Oh, was? Ach, no. Okay, das waren jetzt ein bisschen zu viele. Dann nochmal Neustart. Vorsicht! Okay, nochmal auf die andere Seite schauen. Dann lassen wir die jetzt einfach nochmal ein bisschen laufen. Insgesamt vier. So, nochmal mal Sidele. Kommt jetzt noch da hinten. Okay. Kommt da noch mal einer weiter runter? Da kommt es zu ihm. Das Feuer hält sie zurück. Wäre jetzt von da nicht kriegen, oder? Oder doch? Komm, noch da hinten. Hol sie dir. Nein. Nice. Dann haben wir noch den Bogenschützen da hinten oben. Kann ich das andere Licht da oben noch ausmachen? Ich glaube, es ist zu weit weg, oder? Na, komm mal hier runter. Haben wir ein paar Ratten für euch. Aber ich sehe jetzt keine rein mehr. Das heißt hier hin. Okay, aber jetzt. Holt ihr euch? Welches Feuer denn? Ach, da am Boden brennt noch eins.
Die da uns jetzt da wieder... Ah, fuck. Scheiße, 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 scheiße. Bitte gib wieder ab. Weil ich will jetzt nicht wegen einem blöden Pfeil sterben. Andererseits, sie könnten auch einfach ausnocken, oder? Komm, dreh dich mal. Ja, genau. Sehr gut. Jetzt die Feuer ausmachen. Wie kriegen wir das verdammte Feuer aus? Mal Antifeuer hier unten. So, sehr gut, jetzt bist du ungeschützt. Cool. Ah, und das sind die anderen. Moin. So, Materialien. Wir mehr Antifeuersachen. Schön und gut, aber euch kommt ein ganzes Bataillon entgegen. Ihr müsst hier weg. Nehmt die Treppe. Dieses Haus hat auf der anderen Seite einen Ausgang. Das brennende Haus? Wir können nicht zurück. Los, wir treffen uns auf der anderen Seite. Seid vorsichtig. Alles klar. Los, ins Haus. Ja, Moment, erst mal hier Sachen einsammeln. Okay, ab ins brennende Haus. Das ist immer eine super Idee. Ach, verschlossen. Ich brech sie auf. Dreckstück. Zeig ich's. Da kommen die Wachen. Rodrik, geh in Deckung. Hugo kümmert sich um sie. Viel Spaß. Okay, nice. Ja, Ratten, macht's doch mal was. Sie können mich nicht hören. Scheiße. Gut. Geht es dir gut? Ja, ich denke schon. Lass es gut sein, Rodrik. Erinnert mich daran, dass ich euch beide nie wütend mache. Ja. Gut. Dieses ja, vor allem nicht mein Bruder. Wir rein. Okay. Oh ja, Materialien. Sehr Scheiße. Gut. Toller Was denn? Nein, Amicia, das können wir nicht. Wir werden verbrennen. Ich verspreche dir, dass dir nichts passieren wird. Rodrik, folgst du uns? Bis in die Hölle. Wohin denn jetzt eigentlich? Dahin geht's ja nicht durch. Ach so, ja klar, Feuer löschen. Die Dinge ja vorkommen können. Blut. Weißt du, wird er mal ja. Durch. Die Decke stürzt gleich ein. Ja, wir gehen ja schon. Beruhige dich. Oh fuck, da ist Alkohol. Brennt besonders gut. Hat man die Inquisition besiegt. Du bist hart im Nehmen. Härter als ich. Wirklich? Ich lüge nie. Oh, da hinten hat er was versteckt. Das habe ich genau gesehen. Ah, sind aber nur Steine. Okay, und raus hier. Na toll. Na, jetzt von hinten. Geht schon. Lass ich mir nicht zweimal sagen.
Dankeschön. Oh, da hinten hat's. Sehr gut. Möchte ich nicht stecken. So, Antifeuer. Machen wir gerade maximal. 6. Oh, hopp, 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 hopp. Aber wir sind nicht krank. Seht uns an. Wir wollten nur unsere Habseligkeiten holen. Amicia, was sollen wir jetzt tun? Moment, ich denke nach. Ja, wir haben ja keine Ratten hier. Das ist jetzt eine echt gute Frage. Wir können sie natürlich... Wir können sie natürlich alle kaputt schießen. Steine haben wir 10. Das sehe ich mir genauer. Sehr gut. Oh, hab Dank. Danke. Der Herr sei mit euch. Ja, danke. Ja, pass auf, da hat's Ratten und so, ne? Hey, wartet. Oh, fuck. Gute Arbeit, Männer. Haltet die Augen offen. Niemand darf sich der Kathedrale nähern. Die Kathedrale. Wir sind auf dem richtigen Weg. Da, das Fallgitter. Das ist der einzige Weg zur Kathedrale. Wir müssen da irgendwie hin. Ja, ich glaube, wir müssen hier auf die andere Seite. So. Upgrades. Ah, wir werden das dann schieben müssen. Aber die Werkbank bringt mir wieder nichts, weil ich hier kein Werkzeug habe, oder? Ich glaube nicht, dass ich noch irgendwann erwischt habe, ne. Okay, dann starten wir mal den Spaß hier. Der Karren, Rodrik. Wenn wir ihn bis zum Fallgitter schieben, gibt er uns Deckung. Dahinter ist Hugo in Sicherheit. Hey! Lass los, Amicia. Was tust du da? Bleib bitte. Oh, wetten, dass er getroffen wird. Ich schiebe. Rodrik, ich helfe dir. Ich komme klar. Wenn du helfen willst, halt nach Wachen Ausschau. Gut. Dann mal los. Versteck dich, Rodrik. Mach dir um mich keine Sorgen, Knöps. Ah, ich nehme jetzt mal Normalstein. Oh, das... Die Musik ist schon mal nicht gut. Fuck. Mit Helm oder ohne? Dankeschön. Okay, sehr gut. Sie haben ihn getroffen. Rodrik, lass den Karren los, bitte. Nein, wir brauchen ihn, um das Fallgitter zu erreichen. Was? Hinter uns? Ich hab die Treppe erreicht. Los, schnell! Okay. Kommt schon, weiter so! Ihr habt es fast geschafft! Wow, fuck! Nicht sterben, Rodrik! Nicht sterben! Ich brauch nur eine Pause. Oh, scheiße. Nein, es ist jetzt nicht wahr. Nein. Fuck, ich muss noch auf das Schlafding nochmal machen. Ah, na, geil. Geil. Das darf jetzt nicht wahr sein. Mir fehlt eine Zutat. Hat sie hinten noch irgendwie was? Oh. Das habe ich ja ganz übersehen. Alkohol ist aber nicht das, was... Die Kette. Du solltest nicht... Warum? Ich kenne diesen Ort nicht so gut. Was ist los, Rodrik? Was haben wir da jetzt für das freigeschalten? Okay.
Das hat man ja jetzt voll verpasst. Diese Gasse. Nein. Ich wusste. Was ist damit? Rodrik, was stimmt denn nicht? Wo gehst du hin? Gehen wir. Oh, retten wir jetzt gerade so sein Leben? Ist das ein Alternativweg? Das kann nicht sein. Rodrik. Nichts oh nein. Mehr übrig. Haben Sie dein Haus niedergebrannt? Das war die Schmiede meines Vaters, wo ich aufgewachsen bin. Dort habe ich... Oh, fuck. Ich weiß, wie du dich fühlst. Aber du lebst noch. Und deine Wurzeln können sie dir nicht nehmen. Du hast recht. Ich weiß, wer ich bin. Los. Wir müssen eure Mutter retten. Mama ist nett. Du wirst sehen. Wir gehen zusammen. Und finden ein anderes Chateau. Hört sich gut. Ja. Oh, dafür gab es sogar eine Errungenschaft. Der Schmied. Ja, gut. Steine, 6. Naja, gut, auf ein neues. Der Karren, Rodrik. Wenn wir ihn bis zum Fallgitter schieben, gibt er uns Deckung. Dahinter ist Hugo in Sicherheit. Hey! Lass los, Amicia. Was tust du da? Bleib mit deinem Bruder in Deckung. Ich schiebe. Rodrik, ich helfe dir. Ich komm klar. Wenn du helfen willst, halt nach Wachen Ausschau. Gut. Dann mal los. Feuer! Versteck dich, Rodrik! Mach dir um mich keine Sorgen. Gut, jetzt wissen wir wenigstens, wann sie wo wie kommen. Und die Steine werden wir uns da gerade mal holen auf der linken Seite. Sehr erstaunlich, dass das geht, ohne Pferde. Man hat schon ein bisschen leichter getan, wenn ich das Teil voll geupgradet hätte. Amicia, sie haben ihn getroffen! Rodrik, lass den Karren los, bitte! Nein, wir brauchen ihn, um das Fallgitter zu erreichen. Fuck. Amicia, sie sind getaucht! Die Treppe erreicht. Los, schnell! Da sind noch mehr! Komm schon, weiter so! Ihr habt's fast geschafft! Nicht sterben, Rodrik! Nicht sterben! Ich brauch nur eine Pause. Gut, Rodrik. Okay. Das war's. Geh in Deckung. Fuck. Fuck, 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 fuck. Bitte geh nicht drauf. Da. Zweimal. Oh, mir geht's schon besser. Ich bin direkt hinter dir. Gut. Fuck. Hugo, los! Jetzt der schafft du. Er. Der schafft er nicht nochmal. Weiter. Ach, so eine Scheiße, Mann. Nein, das glaube ich. Das glaube ich einfach nicht. Das kann nicht sein. Melly, bitte. Nein. Diese Bastarde müssen bezahlen. Sie werden bezahlen. Das Wichtigste das kommt noch früh ist, genug. Und am Leben zu bleiben. Deswegen haben sich Rodrik und Arthur geopfert. Lass mich einfach in Ruhe. Sie hat recht, Melly. Rodrik. Okay. Können wir da jetzt einfach reinlaufen? Er hat seinen Frieden gefunden.
Ich ertrage diese verdammten Ratten nicht länger. Mistviecher! Aber sie bahnen uns einen Weg. Ach ja? Wie denn? So. Okay, das ist cool. Hugo, sag mir, dass du uns helfen wirst, diese Dreckskerle zu töten. Melly. Oh ja. Ohne dein Bruder schön langsam. Hast du keine Chance, Amicia. Das ist dir klar, oder? Ich werde dir helfen und du hilfst uns, Mama zu retten. Dann haben wir eine Abmachung. Oh. Du entwischst mir nicht. Darauf kannst du dich verlassen. Doch. Ich erwische dich sogar sehr gut. Alter, die Kathedrale. Krass. Oh, da hat's noch mehr. Sehr gut. Oh, scheiße. Nein, scheiße, die sehen uns. Wir müssen sein Licht ausmachen. Nein, nein, fuck, fuck. Scheiße, 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 scheiße. Mann. Ich bin doch viel durchatmen. Sehr gut. Ist alles gut? Alles gut. Mir fehlt nichts. Ich hab kaum so ein Antifeuerding mehr. Nein, 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 fuck. Sehr gut. Wo sind die anderen? Und wie kommen wir bei denen jetzt hier vorbei? Komm, Schatz, bin nicht mehr so aufmerksam, bitte in die Richtung. Ich glaube, wir probieren es hier rechts mal. Scheiße. Ja, doch. Wir müssen warten, bis wir jetzt wieder einen Cooldown haben. Ah, krass, was die da hier gemacht haben. Krasse Scheiße. Ah, das sind die anderen beiden. Okay. So, kommt jetzt mal komplett runter. Kommt geschehen. In solchen Fällen würde ich mir schon wünschen, dass es schneller geht. Okay, es ist ja nicht Marco. Also, einmal Feuer aus. Ah, ich krieg's wie nicht. Nice. Aber jetzt sind sie halt voll aggro. Ich krieg sie so von da hinten nicht durch. Oder so vielleicht irgendwie? Na komm. Nee. Da muss es wie noch ein Feuer haben. Andererseits können sie einfach totfliegen, ne? Ist ja kompliziert, wenn es auch einfach geht. Aber ich hätte jetzt gerne noch mehr Steine irgendwo. Ah, hat's hier. Sehr gut. Vitalis, Amicia, er hat etwas Böses vor. Ich kann es spüren. Sehr Böses? Was denn genau? Ist ganz ja, gut sieht's auf jeden Fall nett aus. Den Schädel einschlagen. Das sieht jetzt ein bisschen danach aus, als wenn... An. Gehen wir, Hugo. Mama ist da drin. Ja, das war jetzt klar. Sterben, wenn ihr runterkommt. Spielt keine Rolle. Amicia, da unten sind Ratten. Sag ihm, sie sollen rauskommen. Schnell. Alles klar. Okay. Angriff. Ja, auf das hätte ich vielleicht achten sollen. Fängt gleich
Also ist eine Kombi zwischen Ratten und die kaputt machen. Sie haben auf uns gewartet. Ah ja, lasst mich nicht. Lukas, Melly, bleibt wo ihr seid. Ich hab gehört, ein paar Kinder wollen bestraft werden. Ihr werdet sterben, wenn ihr komm, lass mich schießen. Spielt keine Rolle. Amicia, da unten sind Ratten. Komm jetzt. Sag ihm, sie sollen rauskommen. Schnell. Alles klar. Ja. Sehr gut. Geht jetzt wesentlich besser. Ja, toll. Wie kriegen wir ihn jetzt runter? Okay. So, wieder auf Steine wechseln. Haben wir jetzt Feuertypen? Ja, sieht nach Feuertypen aus. Okay. Angreifen, angreifen, angreifen. Nein. Ja, super. Na, komm her. Komm hier runter. Ja, wir müssen es machen, während er hier unten ist. Schön bei den Ratten. Ja, komm her. Komm her. Fuck, 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 fuck. Ich kann sie da anziehen. Sehr gut. Na, keine dritte Welle. Ja, ich glaube, jetzt kriegen wir fett Bossfight. Schöne Familie. Melly! Hilf mir! Es darf niemand herein! Beatrice! Mama! Mein Kind! Hugo! Amicia! Mutter! Hat Vitalis das getan? Er hat sie geopfert. Er hat die Schwelle überschritten! Geht, ihr müsst hier raus! Ich will mal nicht so sein. Hugo, bist du bereit? Ja, sie sind hier. Na dann los. Bleib dicht bei mir. Wir sind bei euch. Und an der Stelle muss ich jetzt mal eine ganz kleine Pause machen. Für euch ist nur eine kleine Sekunde. Ich bin gleich wieder für euch da. Und schon bin ich wieder da. Und da steht schon drin, töte Vitalis. Und ich werde sicherlich mindestens einmal sterben. So wie ich mich kenne. Und probe, wie ich in dem Ganzen bin. Alter, wie krass. Lasst sie gehen, Vitalis. Das ist eure letzte Chance. Hugo, deine Kräfte. Es geht mir gut, keine Sorge. Ja, er ist ein begabter Schüler. Ja, und besser wie du. Vergessen hat, wer ihn all sein Wissen gelehrt hat. Oh, da oben die Feuerschalen. Wir sind hier, um dich zu erledigen und nicht um dein Gefasel zu hören. Aber seht euch doch an. Schaut auf mich zu, wie verlorene Schäfchen auf ihren Hirten. Genug, Vitalis! Ihr seid allein! Gebt uns unsere Mutter zurück, oder? Oder was? Ich muss oder Ratten. Den Träger noch einiges lehren. Und seine Freunde ebenso. Wie rührend. Oh, da war gerade der Safe Point. Danke für eure Treuherzigkeit. Sie hören? Die Engel. Die Engel einer neuen Welt. Oh, ich verstehe. Das Licht, sie. Das sind seine. Oh, fuck. Lukas, Melly, bleibt hier. Nein, ich helfe dir. Ich kann. Es ist unser Blut, Melly. So gut.
vernichtet ihn. Was genau? Scheiße, ich kann nicht mehr von denen machen. Vereint euch und verschlingt sie! Ihr seid der... Was zum Er lässt sie sich neu formieren. Sie halten ihn an. Ich kann nicht mehr von denen machen. Bist du sicher? Dann los, Ivo. Das ist unsere einzige Chance. Da. Das Blut meines Bruders. Ihr seid nichts als ein Kronräuber. Sie hat recht, Vital. Könnt die Makula nicht kontrollieren. Was? Scheiße, ich hab den Text jetzt da nicht gelesen, was da gestanden ist. Aber jetzt werde ich schon mal als erstes gerade hier hingehen. Erhebt euch und zerbreitet sie! So, noch mehr von dem. Er lässt sie sich neu formieren. Sie halten nicht an. Das Licht hält sie nicht aus. Das kann ich auch. Bist du sicher? Dann los, Ivo. Das ist unsere einzige Chance. Also, was genau? Was? Ihr seid nichts als ein Kronräuber! Sie hat recht, wie gesagt, nicht zu fassen! Ja, sehr gut, Hugo! Ihr zeigt... Ja. Seht zu, Beatrice! Ihr seid Zeuge! Oh, Scheiße, da kommen die... Seht euch doch an! Lasst sie in Ruhe! Sie sind doch Kinder! Falsch! Sie sind Überbleibsel einer alten Welt! Okay. Also da kommt noch mehr. Okay, das ist so krass. Heftig, heftig, heftig. Halt, nein, 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 nein. Na, wo sind die Nächsten? Mama! Hugo! Amicia! Er darf seine Macht nicht missbrauchen! Wir werden dich da rausholen! Na toll. Wir kümmern uns drum. Okay, sehr gut. Aber was machen wir jetzt gegen ihn? Du fühlst es doch auch. Aber du hast Angst. Wahre Macht. Die Gabe des Selbst. Alter. Alicia. Ich bin die Einheit. Ich bin das Blut allen Blutes. Das alle und jeden verbindet. Komm zurück. Bleib bei Hugo! Nicht zurückgehen, Amicia! Wow, what the fuck? Und meine Diener sollen sich bis zum Firmament erheben! Oh! Ich verstehe, der Boden wird dann weiß, da wo die runterkommen sind. Und wie mache ich das jetzt mit den Ratten? Ich will die Waffe der Macht! Nicht zurückstehen, Amir! Zurück, meine Schwester! Jetzt bin ich aber eingekesselt. Zurück, zu eurem oh nein, 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 nein! Jetzt, Hugo, genau ziel! Los, gleich hast du's! Keine Ahnung, ich bin an einem Weg! Halt dich wieder mit dem Herrn! Verstanden? Ich stoppe dich zur Seite! Oh, komm her. Okay, also zur Seite hin. Okay. Komm, greif ihn an, greif ihn an. Nicht mal
Sehr gut. Okay, komm, schmeißen wir in die Richtung. Irgendwas ist mit denen da oben noch. Okay. Komm, 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 komm. Ja, komm, schmeiß her. Okay, komm, angreifen, angreifen, angreifen. Okay, Inventar ist voll. Sehr gut. Hier haben wir alles geholt. Na, was machst du jetzt? Es ist noch nicht vorbei. Ah, nochmal die ganze... Oh, scheiße, nein, das ist was anderes. Okay, jetzt hier. Komm her, komm her, komm her. Lass es runterfallen. Und Angriff. Komm, 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 komm. Es ist einfach so abgedreht, ey. Was? Ah, okay. Das muss ich jetzt also ein paar Mal machen, oder was? Ich verstehe. Oh, scheiße, was? Oh, 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 oh. Komm, komm. Ah, und so kommt es dann mit dem Feuer. Ah, okay. Okay. Das ist eure letzte Schandtat. Ich habe mein Fleisch geopfert. Was wird das jetzt? Scheiße, 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 scheiße. Komm, greif ihn jetzt an. Komm, 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 schneller, 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 schneller. Ah, Mann. Mann. Weiß, ich bin jetzt wie einkesselt. Nein, 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 nein. Ah, no. Okay, das ist challenging. Ich muss ganz am Rand anfangen. Na, komm her. Okay, ein paar von denen. Okay. Und Angriff. Schnell, 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 schnell. Okay, gleiches Prinzip nochmal.
von links nach rechts. Komm her. Und jetzt vom Boden raus, oder? Okay. Wir bleiben hier stehen. Sehr gut. Hier hinten die Zutaten. Puh, hoffentlich jetzt letzte Runde. Na, wir lassen das jetzt equipped. Sehr gut. Und jetzt hier bitte. Ja, jetzt hier, komm. Sehr gut. Schnell. Sehr gut. War's das jetzt? Yes! Oh, finally. Dieses Arschloch ist echt endlich tot. Bitte entschuldigt den Ausdruck, aber ah. Hugo! Beruhige dich. Es ist vorbei. Ja, wow. Was für ein geiles Spiel. Zum Schluss hat dann vieles doch noch Sinn gemacht. Aber es bleibt jetzt nach wie vor die Frage offen, was passiert jetzt weiter mit der Pest? Weil die haben wir ja nach wie vor. Ich meine, wir können jetzt die Ratten kontrollieren, aber die sind ja nach wie vor bösartig zu den anderen. Und was mit seiner Gabe da? Also die jetzt angeblich ja was Gutes ist. Wie geht's da weiter? Gibt's da noch weitere Phasen? Ich denke mal, das wird dann im Sequel hoffentlich beantwortet, was ja jetzt im Oktober rauskommt. Und ich werde spielen. Ich will wissen, wie es da weitergeht. Und ich hätte gern Antworten auf meine Fragen. Aber hat sich wirklich gut gespielt. Und wenn ich jetzt mit der Query vergleiche, beide Stories sind sehr geil. Was mir hier jetzt besser gefallen hat, ist, dass wir hier wesentlich mehr Interaktionen hatten. Und vor allem sehr viel Abwechslung im Gameplay und auch von den Mechaniken her. Das war nie langweilig. Echt cool gemacht. Von mir 5 von 5 Sternen. Wirklich, wirklich geil gewesen. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen. Und ja, wir würden sagen, wir sehen uns dann spätestens im Oktober dann, wenn der zweite Teil vom Spiel rausgekommen ist. Also, bis dann. Ich wünsche euch noch einen guten Abend oder guten Tag. Je nachdem, wann ihr das schaut. Und sehen uns beim nächsten Video. Ich bin raus. Euer Bravura.
Gut, gehen wir. Haben wir alles? Ja, das ist alles, was Lukas haben wollte. Wird es Mama damit besser gehen? Sie wird schon wieder, Hugo. Mama ist zäh, oder nicht? Genau ist wie jetzt du. Doch vorbei? Das stimmt, ich kann es kaum erwarten, ein neues Chateau zu finden. So, so. Du gewöhnst dich ans königliche Leben, was? Mal sehen, was wir machen können. Aber zuerst müssen wir die Gegend verlassen. Okay, ich dachte gerade wirklich, das Spiel ist jetzt vorbei. Sag mal, konntest du nach Hause gehen? Ja, das Nest ist immer noch da, aber es ist leer. Ich kann nicht glauben. Oh, Amicia, sieh nur. Willst du dein Glück mal versuchen? Ich nicht, aber meine Schwester ist die Beste, stimmt's, Amicia? Okay, ich dachte schon, wir müssen hier irgendwie die Hühner... Die Regeln sind ganz einfach. 6 Steine, 6 mögliche Treffer. Triff so viele Ziele wie möglich. Okay. Bist du bereit? Bereit. Da haben wir ja Übung drin. Ja, absolutes Kinderspiel. Wunderbar. Hey, wo ist das letzte? Ach, da. Hey, du hast den Bogen raus. Du hast einen Apfel gewonnen. Und unser aller Respekt. Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Für dich, Hugo. Fürs Anfeuern. Oh, danke. Ich hab echt Hunger. Natürlich. Hey, heute feiern wir den 3. Tag ohne Ratten. Die Straße runter ist ein kleiner Jahrmarkt. Seht euch doch mal um. Ein Jahrmarkt? Also, wirklich? So was hab ich jetzt noch nie gesehen. Hugo, Lukas wartet auf uns. Wir sollten nicht zu lange hier bleiben. Aber der Jahrmarkt. Hugo, na gut. Aber wir okay, also sind die Ratten jetzt doch komplett weg. Der Biss uns in Frieden lässt. Hey, seht mal. Oh nein. Nein, Junge, du darfst nicht rein. Warum nicht? Weil es nicht geht. Darum. Hey, gibt's ein Problem? Ja, gibt es. Ein Junge und seine Schwester werden hier gesucht. Von wichtigen Leuten. Und das gefällt uns hier nicht. Verstanden? Ich verstehe sehr gut. Hugo, komm mit. Okay, dann gehen wir halt wieder. Okay, aber... Der Jahrmarkt. Na los. Die Ratten sind jetzt hier... Also sind's... Sind die Ratten jetzt komplett weg oder nur hier weg? Hey, und ist die Pest jetzt vorbei? Was? Wer zuerst am Ratten ist, gewinnt 20 Äpfel. 20 Äpfel? Du schlägst mich nicht, du kleine Schnecke. Was? Dir zeige ich's. Ach ja? Dann auf 3. 1, 2, 3. Hey! Weil was... Wenn die ganze Pest jetzt weg ist, was hat dann die Pest denn effektiv jetzt beendet? Weil er, unser Oberboss, der hat ja quasi wie sein eigenes Ding aufgezogen. Ja, 20 Äpfel. Neben quasi der Macht, die wir hatten. Geschafft, Lukas. Das macht so keinen Sinn. Hast du denn auch alles? Das Johanniskraut, den Weißdorn, das... Alles da. Gehen wir. Gut. Amicia? Ja? Warum sehen sie mich alle so an? Melly hat mich auch so angesehen und ist verschwunden, weil sie mich nicht mehr mag. Hugo, sie hatte etwas zu erledigen. Das stimmt nicht, aber ist auch egal. Wird sie noch viel länger schlafen? Sie muss wieder zu Kräften kommen. Aber mit den Kräutern sollte sie bald wieder auf den Beinen sein. Sehr gut. Hey, Hugo. Ja? Findest du mich hübsch? Du bist hässlich, richtig hässlich. Hässlich? Ich? Siehst wie eine fette Fliege aus. Eine Fliege? Deine eigene Schwester? Oh, dafür wirst du bestraft. Lukas! Hey! Hilfe! Die Fliege greift an! Denk mal, das ist jetzt das Ende. Also entweder habe ich es nicht ganz begriffen, aber sonst nein. Das mit der Pest, das ist für mich ein ganz großes Fragezeichen. Wenn es jemand von euch vielleicht
besser durchblickt hat als wie, schreibst es doch bitte gerne in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, dass da noch in Zukunft Antworten kommen. Ja, gut, dann bin ich jetzt erstmal draußen. Also es kommt noch was. Ich schaue mal das Ending mit den Credits noch komplett an. Und ja, wenn nichts mehr kommt, war's das. Bis später dann. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.